dass dieses Gefühl, was ich habe beim Probeschwung, auch tatsächlich nachher mit an den Ball geht, um den Putt dann auszuführen. Die Aufgabe heißt jetzt, wir nehmen 5 Bälle, legen sie in die Reihe. Und ich würde ganz gerne, dass ihr ein Gefühl für Tempo, Rhythmus habt, vielleicht auch dabei im Kopf ein bisschen zählt. Zum Beispiel das Tempo 1, 2, 1, 2. Dann macht ihr die Augen zu. 1, 2, 1, 2. Okay, ich habe ein Gefühl für Tempo. Stell mich hinter den Ball, Augen zu. 1, 2. Ich mache meinen Putt. Ich schaue nicht, wo er hingeht. Nächster Ball, Augen zu. 1, 2. Schau nicht, wo er hingeht. 1, 2. Putte jeweils mit Augen zu. 1, 2. Und 1, 2. Hab jetzt 5 Putts gemacht. Und ihr seid dann gut, wenn ihr schafft, diese 5 Putts mit geschlossenen Augen ungefähr auf eine Putterlänge zu putten. Wie du es geschafft hast. Genau, und jetzt kann man das natürlich ausdehnen und die Schwungumfang ein bisschen vergrößern. Das ist einfach nur dafür, dass dieses Gefühl, was ich habe beim Probeschwung, auch tatsächlich nachher mit an den Ball geht, um den Putt dann auszuführen.